Guten Morgen hier aus Innsbruck mit dem Marillenmarius wieder am Start. Heute mal ein bisschen erkältet. Man hört es vielleicht schon an der Stimme, ein bisschen verschnupft, aber das ist gewiss wieder schnell weg. Hab schon die rehabilitierenden Maßnahmen eingeleitet. Reisen heute nach Sölden. Morgen ist Community-Treffen, also wenn ihr das Video seht, ist das vermutlich schon rum. Aber wir haben es ja häufig genug angekündigt. Wir gehen jetzt in den Zug. Ich besorge mir mal noch ein paar gesunde Lebensmittel und dann schauen wir mal weiter, was der Tag so bringt. Viel Spaß und bis gleich. Mal eben schneller was zu essen holen. Mal sehen, ob ich es noch schaffe. Nur noch 5 Minuten. War riesiger Hunger und Vitaminbedarf. Ja, mit den Snacks hat leider nicht funktioniert. Die Zeit war dann doch zu knapp und wir haben jetzt ohne Snacks und ohne gesunde Lebensmittel, aber ich denke, nachher werden wir sicherlich doch einen Supermarkt finden, wo ich mir dann ein paar Vitamin C-haltige Lebensmittel besorgen kann, damit ich dann wieder topfit werde. Jetzt mal gerade auf dem Weg zum Ötztaler Bahnhof und dann steigen wir gleich um, dann geht's weiter Richtung Sölden und dann vielleicht noch ganz leicht Skifahren, aber da bin ich mir auch noch nicht zu 100% sicher. Schauen wir mal. Jetzt ist angekommen, jetzt auf zum Postbus. Eieiei, Reisestress. Mit den Öffis ist immer anstrengend. Ja, mit dem ganzen Gepäck einfach. Ja. Ist ja wieder viel, viel Zeug. Lohnt sich das ganze Fitness-Training. Ja, Fitness, das lohnt sich da. Ja. Und gute Koffer. Aber hier ist auch ein Ausblick, ey. Ich schau mir mal die Berge an. Ja. Ich hab wieder Bock auf Skifahren. Oh ja. Nicht so schlecht. Den Spuren von James Bond im Film Spectre. Hier oben am Geißloch, der Gondel war im Film drin, hier das Gebäude war im Film drin. Und jetzt gehen wir erstmal eine Runde Skifahren. Also ich fühle mich jetzt nicht so schlecht, dass ich nicht fahren könnte, deswegen werden wir jetzt einfach mal Regenerations-Skifahren machen. Ja, sind hier mit Freunden unterwegs, mit Philipp und Lisa, und werden jetzt einfach mal lässig cruisen, oder Marius? Nee, da bin ich sowas von dabei heute. Chillig. Also, okay, machen wir. Are you ready? Ja, ist ganz lässig hier eigentlich. Ein bisschen wenig Schnee, aber jetzt am Dienstag soll wieder richtig viel Neuschnee kommen. Ja. In 3 Tage soll es durchschneiden. Da wird der Winter wiederkommen. Aber jetzt machen wir das Beste raus. Geht ein bisschen carven, aber heute mal ganz genüsslich. Und ja, wie es auch geht mit der Muschlatte. Okay. Okay. Julian, are you ready? Willst du schon wieder verlieren, oder? Was ist das hier? BMW X-Drive? Rennstrecke? Wir beide gegeneinander. Aber dann krieg ich aber den Ski. Warum? Macht doch keinen Unterschied bei der kurzen Pissstrecke. Weil du einen höheren Skilehrergrad hast, das heißt, da bist du eh schon im Vorteil. Ja, aber Skilehrer hat doch nichts mit Rennfahren zu tun. Wir können ja einmal auf den Skiern so machen und dann einmal tauschen. Für morgen. Dann gucken wir mal. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Ja, sicher. Ich bin schon ein bisschen nervös, also. Ein bisschen. Ja.
muss jetzt was zu sagen. Wozu? Ja, zu dem Ding. Was? Das ist sogar jetzt passiert. Ich hab nichts mitbekommen. Das habe ich jetzt nicht aufgenommen, jetzt habe ich gerade weggedrückt. Jetzt sag's nicht nochmal, es war jetzt einfach genug. 23.3 und 23.4 müssen wir uns merken für die nächsten Tage. Ja. Oder 24.3. 24.3. Ich glaube, das könnt ihr auch auf den Karten ansehen. Ah, ja. Ah, ja, 24.3. Wir waren da irgendwie Platz 10. Ja, ja, machen wir nochmal, vielleicht morgen. Hol ich das Ding nochmal. Dann hol ich das Ding nochmal. Immer aufs Material schieben, das ist immer wichtig. So, jetzt schon im Hotel angekommen, beziehungsweise in der Pension. Waren auch schon essen. Wir haben irgendwie ganz vergessen, dass wir hier am Videoblog drehen sind. Passiert auch mal. Ich zeige euch mal ganz kurz hier noch, wo wir untergebracht sind. Ist ganz cool eigentlich mit Badewanne. Da habe ich eben schon so ein bisschen meine Erkältung auskuriert. Ja, hier ganz großzügig alles. Ich drehe vielleicht mal, damit man es besser sieht. So, warm. Haben wir hier noch ein Bad, also eine Toilette, und dann hier haben wir hier auf jeden Fall noch einen Schrank und hier unser Schlafzimmer, müssen wir gemeinsam in diesem Doppelbett schlafen. Und also sehr großzügig, 38 Euro, hier in Zwieselstein heißt, wie heißt das denn nochmal, verdammt, hinter der Brücke, genau, hinter der Brücke heißt es, heißt die Pension hier, mit richtig leckerer Pizzeria noch unten drin, da kann man dann auch noch was essen. Super easy und eine gute Basis für die nächsten Tage. Morgen sind wir dann den ganzen Tag Skifahren. Ich freue mich schon, die Eindrücke mit dir teilen zu können. Und wünsche dir jetzt noch einen extrem schönen Tag. Mach's gut, dein Julian.